Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy Nummer 7 in der Remake. Wir müssen versuchen, irgendwie nach oben zu kommen. 64. Etage im Shinra-Stockwerk, im Shinra-Gebäude. Wir sind letzte Episode schon... Sind wir letzte Episode die Stockwerke gelaufen oder vorletzte? Ich habe inzwischen keine Übersicht mehr. Es sind so viele Folgen inzwischen. So viele Folgen, wo das nur der erste Teil von Final Fantasy 7 Remake ist. Achso, hallo, ich hätte gern was gekauft. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ein Hoch. Wie? Soll das ein anzügliches Angebot sein? Ich habe ein Hoch, oder was? Ja, nein, nein, das war... Ja, okay, schön. Schön, das fängt sehr gut an. Ich, wie peinlich, wie unangenehm. Wo wir doch dachten, dass wir uns um Krieg nie wieder sorgen müssten. Oh, die Stühle. Oh, oh. Verehrte Zuschauer, heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast. Den Leiter der Sicherheitsbehörde Heidegger. Oh Gott. Lassen Sie mich betonen, dass diese niederträchtige Tat uns alle mit größtem Zorn erfüllt. Der Shinra-Konzern wird sich diesen grausamen Verbrecher niemals beugen. Ich versichere Ihnen, dass wir die Täter ergreifen und am Strick baumeln lassen werden. Das schwöre ich hier vor all unseren Bürgern. Na, habt ihr gehört, ihr dreckigen Ratten von Avalanche? Flieht ruhig. Wir finden euch, wo immer ihr auch seid. Die anderen Platten sind doch hoffentlich sicher. Stimmt es, dass Wutai auf Midgar vorrückt? Hier im Gebäude sind wir sicher, oder? Kommen die Rettungstrupps gut voran? Boah, pass mal auf, jetzt die ganzen Stühle. Guck sie an. Habt ihr gesehen? Was sollen wir nur tun? So ein Chaos, was sollen wir nur tun? Die Stühle, alle durcheinander. Die erholen sich nie wieder von diesem Schlag. Ja, Alter, der Heidegger natürlich auch einer der größten Bastarde überhaupt. Die anderen Platten sind doch hoffentlich sicher. Stimmt es, dass Wutai auf Midgar vorrückt? Hier im Gebäude sind wir sicher, oder? Kommen die Rettungstrupps gut voran? Entschuldigung. Das ist das Beste am ganzen Spiel. Miau. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Er ist es. Das ist unser Mann. Der hier nicht. Ich will von all dem nichts wissen. Ein Hoch. Ich würde eher sagen, ein Formtief. Ich will von all dem nichts wissen. Ist mir wichtig, Entschuldigung, ihr versteht das nicht. Ich will diesem Konzern jeden Schaden zufügen, den ich kann. So, guck sie aber nur an. Habe ich einen Tisch ausgelassen oder stehen die dann wieder? Ich bin unsicher. Was für ein Chaos, nice. Nice, oh, wunderschön. Der ist es dann doch nicht. Können wir überhaupt mit dem reden? Immer noch keine Festnahmen. Nee. Ich kann kaum noch sitzen. Dann steh doch mal auf. Ich kann kaum noch sitzen. Achso, weil keine Stühle mehr da sind, ne? Avalanche gehört weggesperrt. Wie geht es jetzt denn nur weiter? Meinst du, es wird wieder Krieg geben? Bestimmt. Nee, gehe ich mal von aus, ganz stark. Meinst du, dass wir jetzt in einen Krieg hineingezogen werden? Bestimmt. X-beliebiger Mitarbeiter. Hm? Gardisten? Ja. Stimmt ja. Ihr seid auch gut auf Trab, was? Hm. Sind die Täter schon gefasst? Leider nein. Hoch. Hm? Wird das der Wetterbericht? Vergessen Sie's. Schön. Der ist es auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich hier so schnell wegkomme. Ein Hoch. Ruhe bitte, ich telefoniere. Wir wissen, dass er es ist da drüben. Deswegen rede ich erstmal mit allen anderen. Ich glaube, wir haben schon mal mit allen anderen geredet. Es sind noch immer nicht alle Feuer gelöscht worden. Oh, Entschuldigung, guter Mann. Entschuldigung. Ein Hoch? Kann ich mit dem nicht reden? Es sind noch immer nicht alle Feuer gelöscht worden. Der sieht so ein Hochig aus, aber ich kann ihn nicht... Hallo, 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 alles hallo, gut. Hallo, 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 Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Hallo, 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 alles hallo. Gut. Der ist es nicht? Ich hätte gedacht, der wär's.
Ja, wer denn dann? Ne, da kommen wir jetzt zurück. Da will ich nicht rein. Gibt's hier ein Klo? So ein Chaos. Was sollen wir nur tun? Meinst du, dass wir jetzt in einen Krieg hineingezogen werden? Meinst du, dass wir jetzt in einen Krieg hineingezogen werden? Ein Hoch. Hä? Boah, halt die Fresse! Oh, nee, schade. Hab ich gehalten. Der ist es halt nicht, ne? Wir sind noch immer nicht alle Feuer gelöscht worden. Ja, aber ein Hoch! Mann, ein Hoch! Ganz hoch! Ganz, ganz hoch! Ach, da geht's noch nach oben. Ach so. Da sieht die Sachlage natürlich anders aus. Oh. Ein Kampfsimulator. Er wird zu Trainingszwecken eingesetzt. Eine blutige Nase lernt mehr, wenn du mich fragst. Können wir mal austesten, Kampfsimulator. Boah, guck mal hier, das Stuhlchaos da unten. Oh, eine Jukebox, warte mal. Ob Avalanche oder Futter, ich nehm's mit jedem auf. Ja? Dann leg doch mal los. Es muss doch was geben, was wir tun können. Einfach nur beten. So, komm, ich bestell mal einen Kaffee gerade. Ist was? Guten Abend. Was darf es sein? Ach so. Kaufen? Gegenstände? Ach so. Ich dachte, ein Hoch. Geometriereif. Hyperschutzreif. Maschine. Oh, Alter, das sieht so cool aus. ...39 Schutz vor beidem. Das wäre was für tiefer eigentlich, aber eigentlich auch Angriff. Angriff bietet keines von denen. 62 Magie, Hyperschutzreif. Ein vom Shinra-Produzenten. Wie kosten die 6400? Heilige Scheiße. Maschine, ja, kostet weniger. 6400. Ein Armraff, der geometrische Muster verwendet, um die Anbindung der Materie zu stärken. 88 Schutz vor beidem. 62 Schutz. 62 Schutz vor Magie, 16 So-Schutz. 62 Schutz vor physischen Angriffen. Das wäre eigentlich was für tiefer. Der hier ist ausgewogen. 39 Schutz vor beidem, hat aber nur 3 Materieplätze. Schutz vor magischen Angriffen bräuchte eigentlich... Eigentlich Barrett und Cloud eigentlich auch. Die haben aber nur 3 Plätze, ne? Der Geometriereif ist der einzige, der 4 Plätze hat. Dafür der geometrische Muster verwendet und die Anwendung. Vielleicht wäre das hier etwas für Barrett. Ich glaube, den kaufe ich mir. Den Geometriereif kaufe ich mir für Barrett. Hyperschutzreif für. Was ist denn mit Eris eigentlich? Die hätte ihre Stäbe, aber Fernkampf kann die nicht wirklich, ne? Oder? Das ist so komisch. Der Barrett, der eigentlich der Muskelberg ist, ist der einzige mit Fernkampf. Wenn man es so sieht. Alle anderen müssen ruf. Hyperschutzreif. Ein für Cloud. Ein für Tiefer. Und das hier kaufe ich so oder so, das kaufe ich für Aerith. Ich weiß, sie bräuchte eigentlich auch nicht nur 62 Schutz auf Magie, aber ich finde, das passt einfach am besten zu Aerith. Ein Armreif, der aus natürlichen, seit Urzeiten existierenden Materialien hergestellt wurde und dem magische Kräfte innewohnen. Ich kaufe das für Aerith. Habe irgendwie das Gefühl, das ist es halt. Ich hab doch geglaubt, dass Maschine Armreif holen soll, ne? Aber weißt du was? Dann haben wir alle. Was? Das hat hier alles im Shinra-Hauptquartier? Das haben wir aber alles schon. Warte mal. Details, den haben wir noch gar nicht, Magiestab. Der ist ausverkauft. Die Überschallfäuste, die haben wir auch nicht. Wow!
Hätten wir die schon haben können? Spoilert uns das Game gerade, aber ich hab die nirgends gesehen. Überschallfäuste, wie geil. Die sehen nice aus. Rückwärtssalto haben wir aber schon. Haben wir die Überschallfäuste schon? Rückwärtssalto kommt mir gerade sehr bekannt vor. Federhandschuhe haben wir auf jeden Fall schon. Magiestab. Und Mithrilstab. Den Magiestab haben wir leider nicht. Magischer Diener. Beschwöre ein Naturwesen, das zeitweise Magie wirkt und dem Einsatz von Magie und Fertigkeiten einen Zusatzangriff hinzufügt. Oh, nice. Ich will das kaufen. Shit. Accessoires? Haben wir hier vielleicht noch Special-Dinger? Nee. Amulett aus alter Zeit. Willenskraft erhöht sich um 10%. Das wäre vielleicht auch was für Aris. Obwohl, vielleicht auch nicht. Ich weiß. Materia. So, Ausrüstung. Cloudy Cloud, Armreif des Magiers. 1353. 1353. 1353. 6216. Ich glaube, der kriegt wirklich einen Geometriereif. Feines Können, Erstschlag. Ich tue mal Feines Können da hinten rein. Analyse und Feines Können. Passt gut nebeneinander. Erstschlag, was haben wir hier noch? TB, Absorption. Greift der Anwender. Ich guck mal kurz, was haben wir denn hier noch alles bei dem Blauen. FP-Boost, magische Verkettung. Ein Zusatzangriff wird mit der verbundenen Materie dem Angriff des Anführers hinzugefügt. Widerstand, erhöht die Resistenz. Amplifikation. Das ist nice. Hat Cloud gerade woanders rumfliegen. Bei Waffen erhöht sich elementare Attacke. Bei Rüstung die elementare Resistenz. In Rüstung absorbiert Elementschaden. Wäre eigentlich bei ihm ganz gut, wenn wir das vielleicht auch leveln würden so lange. Und dann statt dem Erstschlag behandeln, nicht unbedingt, Glut. Erstschlag eigentlich auch wichtig. Behandeln, Zustandsheilmagie. Hätte ich mal längst einsetzen sollen, wa? Okay, Materie umplatzieren dahin. Und statt behandeln, tue ich da mal Elementaraffinität. Ich weiß gar nicht, was ich hier reinmachen soll. Gewitter, Luft, Toxin. Ich habe das Gefühl, hier werden wir Gewitter vielleicht ganz gut brauchen können. 20% des zugefügten Schadens. Okay. Mit einer verbundenen Materie. Okay, die muss verbunden sein. Analyse, Feines können. Erstschlag, TP-Boost. Okay, hoher ATB-Boost bei Kampfbeginn. Deswegen haben wir mal schön. Den Erstschlag würde ich vielleicht Barrett geben irgendwann. Demnächst. Vielleicht. Barrett. Statt dem Plattenschutzreif. 53-13 ist eigentlich nice. Aber 62-16 ist natürlich noch besser. Ja, der braucht auf jeden Fall einen Hyperschutzreif. So. Okay, und tiefer. Zornesring, auch schön, plattenschutzreif. Huch, achso. Kriegt auch den Hyperschutzreif. Okay. Kann ich da vielleicht noch irgendwas? Elementaraffinität. Frost. TP-Boost. Braucht man nicht kombinieren. Oh, hat gelevelt. Schön. 40%. Nice. Wenn wir das Barrett reinballern mit zwei Stück, dann ist Barrett halt eine Maschine. Dann hält er vielleicht beim Behemoth ein bisschen mehr aus. Ne, wie heißt der? Behemoth? Heißt der Behemoth? Ja, okay, warte mal. Hieß der Behemoth? Nee. Doch. Weiß es schon. Aber hat man nicht auch den Behemoth irgendwie? Ach, ist immer so. Ja, alles merken. So, ATB-Kooperation. Werden aufeinander ATB-Kommandos ausgeführt. Laden sich die ATB-Leisten. Genau. Weil sie ja eigentlich immer... Könnte aber auch Barrett gut gebrauchen. ATB-Kooperation und Glücks... und diesen TP-Boost. Zeig mal her, Barrett. Wie sieht's denn... Achso. Wie sieht's denn aus gerade?
FP-Boost, damit Gebet gelevelt wird. Hat fast gelevelt, sehr gut. Wiederbeleben, heilen, auch schön. TP-Boost, Magie-Boost. Hat er beides gerade. Ach ja, das habe ich noch nie genutzt. Zerstörung. Destruktionsmagie, Barrierendurchbruch. Wenn ich bei ihm jetzt... Okay, ATB-Boost. TP-Boost, Magie-Boost. ATB-Boost. ATB-Kooperation. Werden aufeinanderfolgend ATB-Kommandos ausgeführt, laden sich die ATB-Leisten. Okay, meine Frage ist, wenn ich jetzt die Wut mache, ne? Und die, wenn wir zwei Balken ATB gefüllt haben und ich mache die Wut und der nutzt die Wut, der nutzt beide Balken komplett für die Wut aus, gilt das als zwei ATB-Kommandos? Wahrscheinlich nicht, ne? Deswegen vielleicht gar nicht so schlau eventuell bei ihm, aber bei ihm nutze ich die Fertigkeiten auf jeden Fall am meisten. Also würde ich vielleicht mal machen, ATB-Boost. Dann haben die anderen auch ein bisschen was mitzureden. So, ATB-Boost, ATB-Kooperation und jetzt vielleicht noch von Cloud. Was der Cloud gerade hat. Okay, das sind langsam echt viele. Die bräuchten hier so eine Unterteilung beim Menü zwischen Farben. Das ist der ATB-Boost, Chakra, Stehlen, Gebet, Feindeskönnen, das ist das alles nicht. FP-Boost hat er auch gerade drin. Glücksboost, Erstschlag. Das hätte ich auch gerne bei Barrett drin. Erstschlag, ATB-Kooperation, ATB-Boost. Magie-Boost. Bei Cloud natürlich auch sehr gut. Aber ich glaube, fast bei Barrett kriegen wir das noch besser umgesetzt. Weiß aber nicht, ob es gut ist. Müssen wir alles mal ausprobieren. TB, Glut. Hier hat einen kleinen TP-Boost. Analyse, Gewitter, Elementaraffinität. Was er brauchen kann, ist eigentlich auch ein MP-Boost, ne? Theoretisch. Provozieren, wenn Gefährten in Gedränge sind, wodurch Aufmerksamkeit des Gegners... Oh, das wäre eigentlich nice. Wird nicht gegen starke Gegner verwendet. Unwirksam, wenn der Charakter aktiv gescheut wird. Oh, das könnte Barrett auch gebrauchen. Boah, Alter, was ist mit Barrett? Lädt die ATB-Leiste auf. Meister der Gegenstände, verbessert die im Kampf eingesetzten Gegenstände. Das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir Heiltränke zum Beispiel nur Cloud benutzen lassen. Oder Äthertränke. Äthertränke plus 50%. Schon gut. Schon sehr, sehr gut. Das Ukinagashi kommt mir so besonders vor, aber irgendwie will es mir einfach nicht so sexy erscheinen. Zeit würde ich gerne. Ermöglichen Einsatz von Zeitmagie. Und dann würde ich gerne die beiden wieder tauschen. Greift der Anwender mit der verbundenen Materie an. Okay, pass auf, ich mach folgendes. Zeit kommt da rein. Und hier, statt der Absorption, sicherlich auch nice. Würde ich, glaube ich, eher die magische Verkettung machen. Ist das die... Warte mal, war das die richtige? Nein, das ist nicht die magische Verkettung. Die meine ich nicht. Okay, Entschuldigung. Das hier. Amplifikation. Dann können wir mich alle schön Zustandsresistenz, Gemach, Stopp. Auch sehr gut. Das war resistent gegen Gemach und Stopp. Das finde ich gut, glaube ich. Dann haben wir Hast, Gemach und Stopp und zwar auf alle drei. Ermöglichen Einsatz von Zeitmagie. Nee, warte. Statt Zeit wäre vielleicht... Warte, die Zeit... Okay, das muss ich mal probieren. Das mit Stopp muss ich mal probieren. Warte mal. TP-Boost, Feindeskönnen. Gewitter. Sekunde, Analysen, Feindeskönnen. Ach, die beiden hier. Analyse nervt mich, ehrlich gesagt. Analyse auf alle Gegner anwenden. Elementaraffinität. Gegen Gewitter. Okay, macht hier vielleicht im Haus Sinn. Entschuldigung, das dauert immer ein bisschen lange und ich habe das Gefühl, ich muss mir immer mehr überlegen, weil es immer mehr Zeug gibt, was man nutzen kann. Bei 4 Materia fällt die Wahl nicht schwer. Bei 100 ist schon puh. TB-Boost, komm erstmal raus.
Statt TP-Boost hole ich mal ganz kurz. Ah, wo ist es denn nicht? Zeit. Barriere, Gewitter, Frost, Glut, Wiederbeleben, Behandeln, Heilen. Wo ist das denn? Warte mal. Bin ich doof? Barriere, Luft, Gewitter, Frost, Glut, Vision, Erstschlag, Autovita, das ist ja alles nix hier, das sind nur Boosts quasi. Provozieren, effizientes Blocken, wilder Trickser. Habe ich das nicht mehr? Hat mir das mal geklaut? Barriere? Versiegelung heißt das. Heilige Scheiße. Warum heißt es denn Versiegelung? Schlaf, Stumm, Tobsucht. Versiegelung ist was ganz anderes. Okay. Versiegelung hätte ich gerne mit Amplifikation. So, damit habe ich sehr gute Effekte erzielt. Und Glut und Zeit haben wir noch drauf. Gewitter. Feindes können Analyse. Naja, Cloud hat jetzt eher so die experimentellen Sachen alle drauf. Und bei Tiefer brauchen wir noch eins. Was haben wir denn hier? Heilen, TP-Boost. Toxin. Sag mal, wenn Barrett Heilen hier unten reinlegt, ne? Und hier diesen TP-Dingens. Das geht aber nicht auf Heilung. Ich glaube, das geht nur auf Gewitter und sowas. Okay, Toxin, Luft. Hat sie auch. Toxin finde ich immer noch sehr sinnlos, weil irgendwie... Keine Ahnung. Frost hat sie auch. Barriere, Zerstörung. Dann kriegt sie noch Zerstörung. Hat der Barrett hier offenbar gerade nicht, ne? Ne, hab das Gefühl, das werde ich ein paar Mal brauchen. Okay, Entschuldigung, dauert immer ein bisschen länger. Aber gehört eben dazu. So, kurz zur Jukebox. Scarlet Theme. Cool. Boah, das Bild ist voll schön. Guck mal. Hallo, Song. Ich höre den Song gar nicht. Hallo? Ganz leise. Aber dauert halt 100 Jahre, bis es mal anfängt. Ah, das ist das mit dem Gesang, ne? Was wir unten gehört, was wir zeitweilig zwischendurch gehört haben auf der einen Etage. Fireworks to light up your night sky. In a flash, life and love can go. Ist schon nice. Let me take you Nein, da kann man nichts tun. So, ich würde mal gerne ganz kurz gucken. Das würde ich mir gerne aus... Oh, das ist auch der Mann, ne? Interagieren, das ist der Typ, der einen Zugriff gibt, glaube ich. Du bist von der Garde, oder? Kannst du mir einen Tipp für den Simulator geben? Ein Hoch. Soll das ein Cheat sein? Wie geht der weiter? Hm? Links, links, rechts, rechts, oben, oben, unten, unten. Okay, komm. Dann wollen wir mal. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Ein Hoch. Auf den Bürgermeister. Ja. Ich bin über alles im Bilde. Ihr wollt drauf. Genau. Bevor ich euch die Schlüsselkarte gebe, müsst ihr mir erstmal eure Fähigkeiten beweisen. Habe ich mir gedacht. Wie? Wenn man euch schnappt, wird das Konsequenzen für uns haben. Ist doch wohl logisch, oder? Also werdet ihr das hier versuchen. Und ich warne euch, es ist nicht gerade leicht. Okay. Bewährt euch und die Schlüsselkarte ist euer. Ja, dann mach hin da. Boah, nice. Freue mich jetzt schon. Oh oh. Mit der neuen Konfiguration muss ich aber erstmal üben. Version 3.04. Die ist noch besser.
Dreierteam vs. Domino Allstars. Kämpfe mit einem Dreierteam gegen eine Gruppe von starken Gegnern, die der Helfer von Bürgermeister Domino höchstpersönlich ausgewählt hat. Gegenstände dürfen nicht eingesetzt werden. Teilnahmegebühr 0 gilt. Teilnehmer 3. Megatrank gibt's zu gewinnen. Ja, warum nicht? Auf normal wie immer. Drei Teilnehmer. Let's go. Cool. Oh, Heilige. Der macht keine Gefangenen, wa? So, Fertigkeiten. Direkt mal maximale Wut. Okay, ich hau mal direkt rein. Ich drümmer mal direkt rein. Zwei Serra. Fertigkeiten. Schwertsturmstörung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mach mal Impulshieb in den Reihen. Nicht übertreiben. Boah. Großartig. Rückwärtssalto. Ich dachte, wir haben den Rückwärtssalto. Zusatzangriff. Ich mach mal Zusatzangriff auf Serra B. Auf Onkel Baron des Ballers. Oh, Alter. Nein, du Idiot! Ach, oh, Alter. Da rennt er aber wieder daneben. Maximale Wut auf Serra, oder? Ich mach mal Schockschuss auf Serra B. So, Blitzgar. Auf Serra B. Alter. Dann wollen wir mal. Let's go. Okay, Vitra auf sich selbst erstmal. Ne, erstmal auf Cloud, okay. Es geht weiter. Roger, ich übernehme. So, let's go. Fertigkeiten, Ende mit Schrecken auf Serra direkt. Sehr gut. Das war's noch nicht, oder? Okay. Abgeschlossen. Neuer Rekord 1,41. Naja, aber nicht. Achso, das war's schon. Cool. Ja, haben wir doch geschafft, oder? Überraschungstüte brauchen wir nicht. Danke dir, war sehr schön. Kann man ein paar Mal machen eigentlich, aber... Und jetzt? Sind Sie besänftigt, mein Herr? Ihr schafft das schon. Keine Sorge. Hiermit erreicht ihr die Besprechungszimmer auf der 64. Etage. Auch mit dem Fahrstuhl. Darf ich fragen, was ihr da wollt? Wir wollen eine Freundin befreien. Shinra hält sie in der Forschungsabteilung fest. Da hört jemand zu hinten. Oh. Im Labor von Professor Hojo? Das wird nicht leicht. Ich hasse Hojo. Da kommt man nur mit einer besonderen Zugangsberechtigung rein. Uns fällt schon was ein. Wo finden wir Hojo? Die Vorstände haben bald ein Meeting. Hojo, der Direktor und die anderen Abteilungsleiter treffen sich im großen Konferenzzimmer. Hm. Dann nichts wie hinder. Wir nehmen den Direktor als Geisel. Dann tanzen sie nach unserer Pfeife. Sicher. Dann hättet ihr die ganze Garde am Hals. Wir spionieren sie erstmal aus. Ihr wollt sie belauschen? Dann geht zur Herrentoilette. Dort gelangt ihr in einen Lüftungsschacht, der am Konferenzzimmer vorbeiführt.
Verstanden. Im Shinra-Kampfsimulator wurden neue Kämpfe freigeschaltet. Manche Belohnungen können nur in diesen Kämpfen erhalten werden. Während der Kämpfe im Kampfsimulator dürfen keine Gegenstände verwendet werden, aber dafür werden nach jedem Kampf die TP und MP ein wenig wiederhergestellt. Die Materia stehlen kann nicht eingesetzt werden. Aber Feindes können schon? Ach, das ist er. Ich habe ihn gar nicht erkannt. Hallo, mein Freund. Hallo, Cloud. Ich habe dich erwartet. Erinnerst du dich nicht? Ich bin Lehrling in der Forschungsabteilung von Shinra. Ja. Ich weiß über dich Bescheid, da ich ins Netzwerk des Firmenvorstands eingedrungen bin. Mhm. Ich werde dich unterstützen, so gut ich kann. Ich stelle einen Vertrauensanstieg fest. Machen wir es kurz, um keinen Verdacht zu erregen. Kaufen. Was Neues gibt's hier nicht, ne? Erfindung blocken, wieder Trickser. Okay. Oh ja, da war ja noch was. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ja, freu dich mal nicht zu früh, du Dreikäse hoch. Ich guck mal kurz, was gibt's denn hier drin jetzt? Ja, sieht ordentlich aus. Cloud vs. Soldat Leistungsüberprüfung. Kämpfe mit Cloud, eine Reihe von Trainingskämpfen, die regelmäßig zur Leistungskonditionsüberprüfung bei Soldat durchgeführt werden. Preis, Maschinenarmreif. Nein! Hyperschutzarmreif, Runenarmband, was? Gilboost, EP-Boost. Gilboost? EP-Boost, oh. Dreierteam vs. Alarmstart. Kämpfe mit einem Dreierteam, ein Testkampf, der eine feindliche Invasion aus dem verfeindeten Wutai simuliert. Ja, nice. Ja, okay. Ich würde sagen, das hier mache ich in... Doch, ich mache das in der Folge. Ich mache jetzt nicht irgendwie Aufnahmepause wieder ich mache schon Aufnahmepause, aber das hier, ich mache die Kämpfe hier alle nochmal in der Folge, in der nächsten Folge. Das wird sonst zu lange dauern, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange das insgesamt dauert. Das heißt, die nächste Folge werden nur diese Arena-Kämpfe. Ne, wir machen wieder eine Arena-Runde und dann spielen wir weiter. Das sind alles Viererkämpfe. Ich nehme mal an, die werden bestimmt ein bisschen dauern. Die Einzelkämpfe vielleicht nicht so sehr, aber diese hier bestimmt ein bisschen länger. Und vor allem, die haben wahrscheinlich auch alle mehrere Runden. Und die haben jetzt eine Viererstärke, nicht mehr Zweier. Wird also ein bisschen herausfordernder. Also ich würde sagen, nächste Folge schauen wir uns mal den Shinra-Kampfsimulator an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss. Art inspired piece of art. Let's go.